Guten Morgen, ihr Lieben. Wir grüßen euch wieder aus der Tigergruppe. Wir hoffen, es geht euch gut und wollen jetzt ein bisschen Sitzkreis mit euch machen. Wir haben euch heute eine spannende Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Seht selbst. Jesus und der Gelähmte. Jesus kommt in ein Haus. Viele Menschen sind da. Sie wollen Jesus sehen. Sie wollen hören, was er sagt. Das Haus ist voll. Es kommt keiner mehr zur Tür hinein. Zwei Männer bringen einen Kranken. Sie wollen zu Jesus. Sie tragen den Kranken auf einer Trage. Der kranke Mann kann sich nicht bewegen. Er ist gelähmt. Die Männer können nicht zur Tür hinein. Sie gehen um das Haus herum. Sie steigen auf das Dach. Die Männer brechen das Dach auf. Gerade über Jesus. Sie lassen den Kranken auf seiner Trage hinunter. Jesus sieht den Kranken. Er merkt, die Männer haben Vertrauen zu ihm. Sie glauben, dass er helfen kann. Er sagt zu dem gelähmten Mann: Steh auf und geh nach Hause. Sofort steht der Mann auf. Staunend steht er auf seinen Beinen und geht fröhlich nach Hause. Die Menschen staunen, sie loben und preisen Gott. Sie sagen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Halleluja! Woo! Sind das nicht tolle Freunde, die so für ihren kranken Freund sorgen? Sie bringen ihn sogar auf das Dach und lassen ihn dann zu Jesus hinunter. Und Jesus? Er sieht die Mühe der Freunde und heilt deren Freund. Er ist auch heute für uns da. Wir hoffen, dass ihr eure Freunde auch bald wiedersehen dürft. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.